Hallo Leute, weiter geht's bei Revenger. Wie ihr sehen könnt, wir haben 100%. Das finde ich gut, wählen wir das mal an. Ja, was können wir jetzt noch machen? Ich glaube, wir können jetzt tatsächlich noch ein paar Dinge machen. Weiß ich natürlich nicht auswendig oder wusste ich natürlich nicht. Aber ich habe mich natürlich informiert. Ja, ich wurde der dunkle Lord. Das ist ja gut. Alles gut. So. Jetzt haben wir da ein Schild, ne? Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt eine Legende. Schließe dich uns im Discord an und frag JV Keeper nach der legendären Rolle, um den legendären versteckten Revenge-Kanal zu nutzen. Im Internet habe ich was gefunden, aber es wurde mir jetzt hier nicht angezeigt. Ich weiß nicht, ob ich eine alte Version vom Spiel habe. Oder was es genau damit auf sich hat. Wir werden es mal kurz testen. Hallo, Fisch? Ja, wir haben ja jetzt diese vier Steine, nicht wahr? Und... ja, damit kann man Türen öffnen. Und wir haben... ich glaube, drei solche Türen gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch öffnen kann oder nicht. Das werden wir jetzt kurz testen. Falls nicht, dann war's mit dem Spiel. Da habe ich halt einfach keine aktuelle Version davon oder keine gepatchte Version oder ich weiß doch auch nicht. Wir werden es gleich sehen. So, müssen wir dafür hier runtergehen. Da, was ist das da? Das sind noch mehr Knöpfe. Komme ich jetzt vielleicht hier irgendwo rein? Weil das Spiel verändert sich ja laufend. Ich habe das Gefühl nicht. Ich habe das Gefühl nicht. Halt! Okay, da waren wir schon. Oder können wir, wie gesagt, hier in dieser Version diese Türen noch nicht öffnen? Das sind alles Dinge, die ich natürlich nicht weiß. Schwimm schneller, mein kleiner Freund, schwimm schneller! Die Ozeanmusik. Ja, eigentlich hätte mir was eingeblendet werden müssen. Nachdem ich das 100. Ending quasi abgeschlossen habe. Aber ist bei mir nicht passiert. Und wie gesagt, vielleicht haben wir kein Postgame hier. Wir werden es gleich sehen. Denn hier auf dem Schiff gab es ja was. Und? Hier. Ja, hier war eine Tür. Die ist jetzt weg. Perfekt. Steht denn da zum Beispiel? Es gibt ein Tor zu einer anderen Welt, in der sich wahre Helden treffen. Kann ich mich hier... nee, ich kann hier nichts machen. Gut, dann muss ich halt dieses Ending hier nehmen, um wieder wegzukommen. Ja. Diese Steine sind jetzt weg und wir haben, glaube ich... drei Stück davon gesehen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Anderes Tür-Tor da gab es. Moment, kann ich jetzt. Warum kann ich da nicht runter? Müsste das nicht offen sein oder so? Scheinbar nicht. Okay, jetzt pass auf. Wie komme ich? Wobei die Kanone hier ist. Ach Gott. Ja, viele, viele Engnisse, die wir nicht haben wollen. Shit. Ja, ich wollte jetzt auf die Kanone irgendwie drauf prügeln oder so, aber... wobei, ne, die... was heißt Kanone? Der Sprengkopf, ne? Der Sprengkopf... den haben wir ja im 100. Ending kaputt gemacht. Macht Sinn, dass der wieder da ist, aber... warum hier der Boden nicht offen ist, verstehe ich nicht. Irgendwie versaue ich mir gerade alles, weil ich unbedingt ein Schwert mitnehmen möchte. Nehme ich mir halt noch... au, habt ihr das gesehen? Der Haufen Scheiße. Nehme ich mir halt noch das mit? Komme ich da überhaupt hin, wo ich im Kopf habe? Erinnert ihr euch? Da beim Wasserfall hatten wir auch so eine Tür. Wie komme ich jetzt am besten hin? Hier unten lang ist, glaube ich, nicht verkehrt. Glaube ich. Los, mach auf da. Zisterne. Ja, doch, das müsste stimmen. Da auf der rechten Seite.
Ja, da ist jetzt offen. Perfekt. Pixelato Hauptquartier. Oh, das sind die ganzen Entwickler. Ich kann sie wieder töten. Ob das gut ist, wenn ich das mache, ich weiß es nicht. Ich meine, man kann es machen. Deswegen mache ich es einfach mal. So, was nun? Hier geht's weiter. Wo komme ich denn hier entlang? Soll das eine Nintendo Switch darstellen? Oder wie, oder was? Ich glaube, ja, oder? Komme ich irgendwo weg? Scheinbar nicht. Gibt es das Spiel auch für die Switch? Ich weiß es halt wirklich nicht. Komme ich denn wieder hoch eigentlich, oder? Hm, nee, da ist auch nichts. Halt, da ist ein... Nee, da kamen wir her, oder? Da kamen wir her. So. Wenn das denn so ist, würde ich gerne zurückgehen. Und dann das letzte Ding aufsuchen. Da komme ich aber nicht mehr zurück. Da komme ich aber zurück. Würde gern zum... Ja, ich frage mich gerade. Welchen Teleporter soll ich nehmen? Oder soll ich den direkten Weg, oder was ist den direkten, den offensichtlichen Weg nehmen? Nee, ich glaube nicht. Wir nehmen Teleporter. Sollte ich eigentlich hinkommen? Und zwar den Teleporter da im Prinzessinnenzimmer. Da müsste ich eigentlich gut hinkommen, ja. Wo war jetzt nochmal diese Tür da? Wo war diese Tür? Ich glaube, hier ist nicht verkehrt. Wo habe ich meine Karte eigentlich? Hier bin ich theoretisch falsch, oder? Theoretisch. Ich hole mal den Aufzug. Ich falle dem Aufzug entgegen. Nee, unten? Nee, hä? Ich bin zu hoch gerade, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube, ich bin zu hoch oben. Shit, aber... Ja, nee, das Tor ist zu. Muss jetzt irgendwie nach unten kommen. Shit. Shit. Jetzt habe ich ein Problem, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Ich könnte die Prinzessin mitnehmen. Ja, nee. Ich bin falsch, oder? Ich könnte vielleicht... Ja, vielleicht kann ich von da oben rüberspringen über das Torteil da. Würdest du bitte da hochgehen? Danke. Und hier kann ich vielleicht da rüberspringen. Bin ich ziemlich sicher. Hm, Ladenbesitzer, bla bla bla. Okay, ich hoffe... Ja, nee, das klappt doch niemals. Wenn ich von hier rüberspringe. Nee, das klappt niemals. Nee, das klappt so nicht. Dann anders. Jetzt bin ich doch noch hierher gekommen, aber mit der Prinzessin, das war jetzt nicht mal mein Ziel. Aber hey, vielleicht klappt sie ja doch. Moment, was? Oh, wa? Oh ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Shit, aber... Lass mich raten, ich komme jetzt nicht mehr da hoch wegen der Prinzessin. Oder? Oh, oh, oh. Doch bisher klappt's ja. Soll ich mit der Prinzessin hier sein? Aha. Moment. Da rein. Dann da hoch. Ich komme mit der Prinzessin hier lang. Soll das so sein? Ich glaube nicht. Der dunkle Turm. Was? Hat nichts gebracht. Starke Ausdauer, Geschicklichkeit, Weisheit. Mach einen falschen Schritt und deine Reise wird umsonst gewesen sein. Oh, hier hochgehen. Oh, dann bin ich wieder hier. Oh.
Seht ihr das? Oh, seht ihr das? Oh, tatsächlich. Lass mich raten. Ich sollte... Was steht da? Kammer der Stärke. Ich glaube, ich sollte nicht mit der Prinzessin hier sein, oder? So, Moment. Das sah doch gerade sehr gut aus. Hä? Ja, so muss ich... Genau so muss ich das machen. Seht ihr? Ja, das habe ich auch gesehen. Kammer der Ausdauer. Oh, wie muss ich hier springen? Oh, was? Oh, was? Ja, ich sollte bestimmt nicht mit der Prinzessin hier sein. Nein, oh, komm schon. Dieser Typ da oben, ja? Das hätte geklappt. Das hätte geklappt. Das nicht. Moment, das kriegen wir hin. Na, was? Ja, wenn ich das nicht bald hinkriege, muss ich ohne Prinzessin hierher kommen. Alles andere bringt nicht viel. Ich versuche es jetzt noch einmal. Aber ich möchte einen guten Versuch haben. Nee, ich glaube, das klappt nicht. Moment. So, jetzt ohne Prinzessin. Ja, für das ist natürlich der neue Teleporter eine wahre Freude, ja. Ich glaube, hier drin gibt es auch nichts mehr zu finden. Aber hier gibt es scheinbar noch ganz viel Zeugs für uns. Auf jeden Fall diese Turm-Herausforderung, ja. Ich wäre doch niemals auf die Idee gekommen, hier nachzusehen. Ich meine, warum auch? Dann hier rein, genau. Na, ach, komm schon. Man hat halt keine Anhaltspunkte, wo man sich gerade befindet. So, aber genau so funktioniert das. Und so muss man sich auch geskillt einen Weg nach oben bahnen. Bei diesem Turm da. Ja, da kommen diese Teile runter. Oh, jetzt sind wir viel zu schnell unterwegs. Seht ihr, das muss erst aufgebaut werden hier. So, und hoch da. Ja. Man muss hier... Ich weiß nicht, ob man alle töten muss, aber... Man muss sie gegen eine Wand schleudern und währenddem sie in der Luft sind, draufspringen. Hm, shit. Oder so? Nee. Nee. Ich hoffe, ich trigger jetzt nicht irgendwie ein anderes Ende oder so. Ich versuch's mal bei dem da drüben. Wobei, nee, da klappt's nicht. Nein. Oh, warte, das war jetzt verdammt hoch. Nein. Es hätte klappen können. Warum ging das zuvor so leicht? Nein. Komm schon. Ach, komm schon. Das ist jetzt ein bisschen doof hier. Wow. Zuvor hat das doch so super funktioniert. Ach, komm schon. Wow, wieso fliegt er jetzt so ultra gigantisch? Und ich... Was? Muss das so sein? Nein, nicht einen verlieren. Ich würde gerne mit beiden arbeiten. Ach, komm schon. Yes! Geht doch. Okay, jetzt dieser Sprung hier. Moment, ich kann doch da einfach nur... Nee, das klappt nicht. Das hätte ja sein können. Okay, pass auf. Nein, shit. Es sieht aber so aus, als ob... Oh, hat die Prinzessin wirklich kein Gewicht? Deswegen konnten wir da auch beim Gewicht nicht durchgehen, also bei diesem, ne? Durchgang zur Wüste. Ich habe Angst, dass ich runterfalle, verdammt. Oder zählt die vielleicht nur als halbes Item, die Prinzessin? Ach. Vielleicht soll ich es mal rechts versuchen. Ja, ich versuch's mal rechts. Klappt dieser Sprung überhaupt? Ja, nee, hier gefällt es mir noch. Oh, immerhin ist er tot. Das könnte klappen eigentlich. Aber wirklich nur, muss ich pixelperfekt springen.
Und ich sehe, auf dieser Seite kann ich nicht mal nach unten fallen. Ja, das ist natürlich wesentlich besser. Ach, komm schon. Wie perfekt muss ich denn das bitte machen? Ist das richtig? Ist das richtig? Es fühlt sich auf jeden Fall nicht richtig an. Hm, gibt es doch irgendwie ein Item, mit dem ich höher springen kann oder so. Das war's doch gerade beinahe. Oh, oh mein Gott. Oh, was? Ich wollte jetzt einen Gegner besiegen. Oh, was? Was? Kammer der Geschicklichkeit. Was war das da gerade rechts? War da was? Muss ich den töten? Muss ich den töten? Und hier rüberspringen. Dann hier rüber und dann bin ich hier. Brauche ich das Ding da rechts? Bestimmt, oder? Oh ja, brauche ich. Ich sehe es gerade. Oder muss ich da hochgehen? Ach. Ich denke, ich muss da hochgehen, oder? Oh, nochmal so ein toller Sprung hier. Oh nein, nicht runterfallen, bitte. Das war's doch beinahe. Kann das jemand anderes als die Entwickler, die... Oh. Oh, oh! War es das, was ich machen möchte? Nee, oder? Jetzt habe ich es verkackt, ist das richtig? Jetzt habe ich es verkackt, oder? Oder kommt die wieder... Der bewegt sich. Kommt das Ding wieder runter? Das wäre sehr fair. Es bewegt sich immer noch, seht ihr das? Ich habe die Hoffnung, dass das Ding wieder runterkommt. Ja, Pixel? Für Pixel? Pixel. Nein! Großer Gott, was macht er da? Es kommt immer noch weiter nach unten. Was ist dieses Dreieck da oben? Jetzt ernsthaft? Oh, ich habe hier noch so ein... Oh. Kann ich auf das Schwert rau... Oh, shit, 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 shit. Oh mein Gott, seht ihr das? Hat geklappt. Und... Springen! Oh Gott, es hat funktioniert! Oh mein Gott, was ist das jetzt? Dinge, die ich kaputt machen kann. Okay, wir sind oben. Perfekt. Was jetzt? Kammer der Weisheit. Nein! Kann ich das immer wieder versuchen eigentlich? Wie habe ich das zuvor denn geschafft? So. Macht das da. Dann würde ich gerne darüber gehen. Oh. Na komm schon. Warum komme ich hier teilweise nicht mehr hoch? Danke. Dahin. Dann darüber nehme ich an. Oh, jedes Mal jetzt. Moment, 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 Moment. Ich kann auch das hier so machen, nehme ich an. So. Großer Gott. So. Warum geht der Scheiß nicht kaputt da? So, nun komme ich hier raus. Wie nee? Hä? Wie nee? Komme ich irgendwo... Moment. Verarschen? Oder muss ich die alle kaputt machen irgendwie? Mach mal alle kaputt. Ich meine, woher soll ich das wissen?
Lobi ist auf jeden Fall ein Huhn. Ach Gott. Ja, nun? Das kann nicht das Ende gewesen sein, oder? Wollte ich wissen sollen... Hä? Ich meine ja nur, hätte ich ein paar stehen lassen müssen? Das klappt aber so nicht. Nee. Hä? Was muss ich jetzt hier machen? Hätte ich den einen Baum nicht zerstören dürfen, oder was? Hä, aber es hätte ja überhaupt nicht geklappt. Es hätte überhaupt nicht geklappt, so. Muss ich irgendwo in einen versteckten Dingens rein oder so? Verstehe ich gerade nicht. Und hier nach oben? Nö. Hä? Ich glaube, ich muss gleich nachsehen gehen. Ansonsten, ja, wahrscheinlich eure und meine Zeit. Moment mal kurz. So, ich bin wieder da. Und ja, es war tatsächlich so. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Okay, wie gesagt, ich habe jetzt nachgeschaut. Ich musste mir eine Lösung suchen, weil ansonsten hätte ich hier noch Ewigkeiten nachgeschaut und... Alter. Warum ist es hier immer so dermaßen knapp? Auch hier, das ist so Pixel Perfect hier. Immer ich denke, so jetzt müsste es eigentlich klappen. Klappt es halt nicht. So, das muss auch weg. Das muss auch weg, so. Dann... Oh, ich dachte, ich kann darauf stehen. Oh Gott. Das Teil irritiert mich, wo quasi ein Schild ist, aber gar kein Schild ist. Wie weit muss ich denn das machen? Oder kann ich irgendwie... Nee. Das ist das... Es ist so? Nee, das klappt auch nicht. So! Nee. Das ist auch eine Kunst für sich, da hochzukommen überhaupt. Aber ich weiß jetzt, auf was ich achten muss, dass ich es nicht verkacke. Ja gut, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, das ist auch schön. Jetzt aber, so. So, jetzt. Jetzt muss ich das da kaputt machen. Und dann so, weil ich muss die Teile hier stehen lassen. Und dann komme ich nach oben, jawohl. Was haben wir denn da? Ich sollte in der Lage sein, dorthin zu gelangen, da es einen Wegweiser gibt. Du. Ja, da ist ein Wegweiser. So, nun. Hühnchen. Oder Huhn. Okay, dann fliegen wir mal darüber. Wüsten? Oh, wir sind jetzt über der Wüste. Stimmt, das macht Sinn. Und durch diese Winde hier werde ich getragen. Das wird eine nette kleine Herausforderung, dieser Turm da. Aber wie man sich so die Diener des Bösen da so hinpacken sollte, um darauf zu stehen, während sie in der Luft sind und dann abzuspringen, das ist ein bisschen kryptisch, möchte ich sagen. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht verarscht. Ich drücke einfach immer nach rechts. Nicht, dass ich irgendwie an Momentum verliere oder so. An Höhe verliere ich jedenfalls nichts, glaube ich. Ne? So, da unten war quasi die erste Geysir-Falle. Ja, doch, ich glaube, ich verliere ein bisschen an Höhe. Auch wenn das jetzt nicht klappt, ja. Aber dieses Rätsel da mit den Bäumen auf diesen Plattformen, das war... Ja, wie gesagt, beim ersten Mal macht man die kaputt und so und denkt sich, ja, was denn nun? Und ja, ich hätte jetzt da noch Ewigkeiten weiter versucht, irgendwie noch Erfolg zu haben, weil ich das ganze Unterzeugs nicht mehr machen wollte, ja. Oh shit, Leute, das reicht nicht, oder? Ich bin zu tief. Ich bin gerade sehr nah am Bildschirm. Es ist ultra knapp, glaube ich. Verarsch mich nicht, Spiel. Ja, das muss doch reichen. Es hat gereicht. Es hat gereicht. Wow. Was nun? Hier runter vielleicht? Hä? Was? Ich kann nichts sehen. Da, Schatz. Schatz! Ah, oh, nee, diesen Schatz hatten wir, oder? Da war das
Das ist mein iPhone drin, oder? Oh, was jetzt? Okay, komplett neues Gebiet. Komplett neues Gebiet. Ja, aber wie tief ist denn das? Wollt ihr mich verarschen oder so? Wo bin ich? Da. Kann ich nach links gehen? Nein. Ich habe immer noch mein Schwert, mein Huhn und mein Greifhaken dabei und wow. Werde ich hier angestrahlt. Das scheint ein wichtiger Ort zu sein. Okay, jetzt aufpassen. Da nach oben kann ich nicht. Es gibt immer einen Ausweg. Oh, was? Oh, was? Wie? Was? Für diejenigen, die schreien. Und da komme ich... Was? Ich komme da nicht hoch. Was? Nein, was? Nein! Was? Moment. Oh mein Gott. Was ich... Nein! Nein! Ich, was? Spiel, verarsch mich nicht, ja? Oh, ich komme wieder zurück. Ich komme wieder zurück. Mein Gott. Was? Ich... Was? Oh, ich komme noch durch, okay. Jetzt nach rechts ziehen. Wow. Ich wollte schon sagen. Das Spiel hat kurz keine Rückmeldung mehr gegeben. Jetzt passiert gar nichts mehr. Jetzt habe ich Vollbild. Moment. So, was jetzt? Play. Unlocked Ending? Oh Gott, es geht noch viel weiter. Longs Proto Adventure. Oh, was passiert denn jetzt gerade? Spiel im Spiel, oder was? Ich kann nicht bewegen. Ich kann nicht springen, gar nichts. Muss scheinbar die Kanone rein. Es hat sich jetzt quasi ein zweites Spiel geöffnet. Ich habe jetzt Angst, irgendwas passiert. Oh, ich kann mich bewegen. Ich habe jetzt Angst, dass irgendwas passiert. Ich kann nach links? Kann ich auch nach rechts? Kann ich auch. Ich gehe erstmal nach links. Kann ich das Spiel jetzt so oft starten, wie ich will? Oder muss ich jedes Mal diesen scheiß Turm neu machen? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Kann ich jetzt schon ein Ending machen so? Oder ist einfach... Nee, es geht immer weiter. Oh nein, es geht immer weiter. Komm schon, führt mich das irgendwo hin? Ich muss es riskieren. Führt mich das irgendwo hin? Jetzt mal ohne Witz. Ich habe so ein bisschen Angst, was ich gerade mache. Halt wirklich. Wie lange soll ich noch nach links schwimmen? Seht ihr? Die Kamera verarscht mich. Teilweise ist die Kamera auf... Aha! Aha, aber was? Ist hier jetzt eine andere Tastenbelegung? Halt! Oh, hier! Oh, andere Tastenbelegung. Shit. Was? Was ist das für eine Schrift? Oh, wir arbeiten hier noch an was. Oh, okay. Okay. Na gut, jetzt muss ich wirklich total lange zurückschwimmen. Aber ja, jetzt sind hier die Tastenbelegungen anders. Mit Z oben. Oh, ich kann auch im Wasser springen. Habe ich denn ein Item oder so? Was ist jetzt? Oh, mit P kann ich pausieren. Ich habe jetzt einfach alle Tasten gedrückt. Habe ich noch irgendwie eine Map oder so? Nö. Was will das Spiel jetzt von mir? Oh nein, jetzt muss ich echt wieder eine halbe Stunde nach rechts schwimmen. Aber immerhin war da was. Das kann man dem Spiel nicht vorhalten. Da war wirklich was. Das war keine Verarsche. Aber ja, ich glaube, damit haben wir definitiv Revenge schon durchgespielt.
Ich glaube, wir hatten nur drei solche Türen. Die eine Tür da beim Schiff war mehr so ein Hinweis. Da bei der zweiten Tür beim Wasserfall sah man halt die Entwickler nochmal quasi. So, ne? Und da beim dritten war halt diese Challenge. Oh, wir sind hier. So, wie springe ich jetzt nochmal? Mit U? Nee, was? Z. Achso, Z, ja. Und hier? Oh Gott, wie soll ich denn so spielen? Krieg ich ja einen Krampf. Dangerous to go alone, take this. Oh. Ultra Master Sword, okay. X to use the mighty sword. Oh yeah. Ich kann doch nicht so spielen, mein Gott. Deep Grotto. Ich komme aber nach oben. Aber da ist Schluss. Okay, dann nicht. Okay, gibt scheinbar nur einen Weg. Aber ich kann zwei Grasfelder auf einmal kaputt machen, das ist gut. Ja. Da wäre eine Sackgasse. Was sind das für grüne braune Teile da? Die da. Oh, oh. Oh, Boomerang, ne? In the air. Oh, ich verstehe. Oh, das ist cool. Das macht Sinn. Ist hier was versteckt? Nee. Oh, das ist wirklich gerade cool. Na, fuck. Ups. Das ist, glaube ich, nicht so gewollt gewesen, oder? Hm, fantastisch. Fantastisch. Ich hab's verkackt, oder? Ja, gut. Oh, ach so, ich. Oh. Das ist nett. Wenn ich sterbe, dann. Wo ist das? Da oben war was. Ein Schild, einen roten Knopf. Immerhin kann ich scheinbar nicht sterben. Special Dingens. Okay, es geht alles kaputt. Man kann damit spezielle Dinge machen. Bestimmt das da aktivieren. Ja. Ha! Ich hoffe, ich kann wieder zurückgehen. Oh oh, tiefer Fall. Schaufel! Oh, ich muss nach unten drücken, scheinbar. Ich habe immer mehr Zeugs. Geheimweg? Nö. Don't dig here. Du wurdest gewarnt. Okay, dann machen wir das nicht. Weil, ne? Oh! Oh, oh, oh. Ich muss es testen. Es kann doch nicht sein, dass man hier einfach stirbt, oder? Es kann nicht sein. Bisher war das Spiel fair. Oh nein, wie bei Revenger. Hm. Ja. Oh, das war ein Ending. Oh, wow. Press Escape and find a new ending. Oh, es gibt so viele Endings? Aber wann kann ich das Spiel jetzt... ne? Wieder anfangen. Kann ich einfach nur hier runterspringen? Nein. Okay, wir sind die Klippen runtergesprungen. Das war dumm. Aber was soll's. Okay, aber ich glaube, wir wissen, wie es funktioniert. Aber ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Ja, allgemein für Revenger. Und für heute mit Long's Proto Adventure. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!